So, meine Lieben, der 26. Spieltag in der Barclays Premier League steht an und ihr seht schon im Hintergrund mit der Partie zwischen Manchester United und dem AFC Sunderland, sprich, ja, eine Partie, die wir mal wieder gewinnen müssen. Ich denke, ihr habt den letzten Part gesehen gegen den FC Chelsea, was eine krasse Partie, was eine unfaire Partie. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt reingucken im Achtelfinale des FA Cups, nur 3:3 gespielt, sprich, es geht ins Wiederholungsspiel, das dann im nächsten Part stattfindet, von dem her müssen wir auch gucken, wie wir heute agieren, vielleicht den ein oder anderen Mann mal reinbringen, um dem ein oder anderen auch ein kleines Päuschen zu gönnen. So zum Beispiel Smalling für Varane drin. Falcao kommt wieder auf die Bank. Der wird sogar von Beginn an. Wobei Van Persie hat 2 Buden gemacht zuletzt. Rooney auch stark. Komm, wir lassen es so. Sonst passt's. Valencia vielleicht noch raus. Auf rechts haben wir da noch einen guten. Ich bring mal Januzaj. So. Und dann können wir eigentlich da tauschen. Mit Marta. Gehen wir es an, Freunde. Weltklasse, 5 Minuten, mal wieder Regen, also eine regnerische Zeit momentan. Und wir dürfen wieder zu Hause spielen im Old Trafford. Das Spiel gegen Chelsea dann. Im nächsten Part natürlich an der Stamford Bridge in London. Ganz klar beim FC Chelsea. Brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt aber erstmal volle Konzentration auf die Liga. Ich weiß gar nicht, wo Sunderland steht. Wir auf jeden Fall auf Rang 1. Sprich, wir brauchen unbedingt die 3 Punkte, um ja weiter dran zu bleiben. Um weiter den Vorsprung auszubauen. Und Daily Blind holt sich da eigentlich die Kohle. Ball springt zurück zu Britcut. Der spielt auch erst nochmal zurück. Nee, wir brauchen die 3 Punkte, um weiter ganz, ganz oben oder von ganz, ganz oben grüßen zu können. Und von dem her heißt Gas geben. Van Persie sieht Rooney auf die Maria. Schön. Bisschen zu spät, oder? Rooney 1:0. Nee, perfekt gespielt. Genau so war es geplant. Wayne Rooney mit dem Treffer und wir führen mit 1:0. Ganz, ganz früh. 4. Minute, Rooney macht die Bude. Boah, ich dachte echt abseits, aber das war schön, das war wunderbar, genau so was geplant, nur dass Van Persie den eigentlich ein bisschen besser spielen sollte. Und der 15. Treffer schon von Wayne Rooney, der Mann, der geht richtig gut ab, obwohl er, glaube ich, nicht mal jedes Spiel gespielt hat. Also von dem her ganz, ganz stark von Wayne Rooney. Van Persie kommt da leider nicht hin. Ja, und jetzt wird es wichtig sein, gleich das 2. hinterher zu kloppen, ne? Nicht wie zuletzt gegen Chelsea, wo es immer so eng war und am Ende spielst du 3:3 durch blöde Tore. Sondern jetzt musst du auch mal Gas geben, musst du mal 2-3-0 führen. Und dann ist das in Ordnung. Ball war ihm aus. Gibt den Einwurf. Ihr merkt, Sunderland nicht so die allerbeste Mannschaft. Logisch. Also gegen die müssen wir die 3 Punkte holen. Rooney. Van Persie. Auf Pogba. Van Persie kommt wieder, kriegt den Ball auch. Wieder Di Maria. Angel Di Maria und Pantilimion, oder wie der ausgesprochen wird, ist da der Mann von Manchester City oder ehemals Manchester City. Und wieder Sunderland über Britcut. Also ihr merkt, Chancen sind da. Jetzt heißt es noch diese nutzen, dann bin ich zufrieden. Und dann heißt es im nächsten Part gegen den FC Chelsea. Was macht Januzaj da? Hätte er locker mitnehmen können. Kleiner Patzer da des jungen Belgiers. Bügelt er den wieder aus fast. Langer Ball nach unten. Mata dazwischen, gut von Mata. Ab auf, da vorne Rooney, der läuft. Wayne Rooney, immer noch Rooney. Rooney, ah, oh, kommt fast durch, schade. Wieder hoch und lang geklärt. Ball ist im Aus, gibt den Einwurf. 17 Minuten rum, erster Wechsel da scheinbar schon. Nee, zumindest stand da jemand von den 4. Offiziellen oder vom Schiedsrichter gespannt. Schon mal bereit, Rooney, Januzaj dazwischen. Oh, Januzaj heute noch relativ unglücklich. Kriegt die Bälle nicht an den Mann, aber noch passiert hier nichts, kein Abseits. Van Persie macht das 2. Van Persie macht's nicht. Pantilimion, was auch immer ist da. Pantilimion, glaube ich. Pantilimion? Pantilimion, irgendwie so. Auf jeden Fall gibt's die Ecke. Mata steht bereit, um das Ding mal rein zu kloppen. Gute Schussmöglichkeit, Mata, aber knapp vorbei. 21. Minute bleibt beim 1:0. Mensch, es muss mehr gehen. Da vorne, jetzt muss das Ding einfach rein. Und dann können wir da auch viel, viel, viel befreiter aufspielen. Der Abstoß, ab nach vorne. Und Rojo ist da, hat den Ball allerdings, kriegt er den nicht zum Mann geköpft. Rooney kommt nicht hin. Virgin. Van Persie kommt auch knapp nicht an die Kulle. Cechu nach vorne gelegt. Oh, jetzt spielen sie es aber gut, Sunderland. Und gut geklärt aber. Gut von Pogba, schön rausgespielt. Ganz, ganz fein. Mata. Rooney, der Ball von Mata war dann allerdings nicht so toll. Rooney mit der Grätsche kommt nicht an. Und da ist wieder Sunderland. Die kommen. 25. Minute. Johnson. Gut gemacht von Jones. Klärt er erstmal zum Einwurf. So, Ball in die Mitte. Blind kommt nicht hin. Lescott. Nee, Britcut. Ich meine nicht Lescott. Johnson. Gut geklärt. Der bleibt drin, oder? So schaut's aus. Britcut. Ja, oh, ich hab's geahnt mit Januzaj, aber krieg's nicht umgesetzt, leider. Und jetzt die nächste Chance, schnell zu kontern. Rooney.
auf Van Persie, Van Persie. Er ahnt das Ganze, verliert den dann doch wieder. Cechu, wir müssen ruhiger werden, Mensch. Wir führen ja 1-0 und spielen das Ding nur schnell nach vorne. Müssen jetzt auch mal da ein bisschen auf Ballbesitz gehen. Sonst fangen wir es gleich. Pogba, kann sich nicht durchsetzen gegen Rodwell. Gibt's doch gar nicht. Aber es gibt den Abstoß. So, also ein bisschen Kontrolle wieder über das Spiel erlangen. Ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Dann sieht's gut aus. Smalling. So, Blind. Di Maria. Rooney, der hat jetzt mal Platz. Rooney spielt ihn nochmal zurück. Auch in Ordnung. Di Maria. Van Persie. Auf Di Maria. Di Maria! Außenpfosten. Schade. 35. Minute. Und da schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, der hätte durchaus mal reingehen können, aber auch ein relativ spitzer Winkel, vor allem mit seinem linken Fuß da, wie er abziehen wollte. War das schwierig. Cechu. Ah, scheiße. Catamol dachte, der spielt den gleich. Nach oben gelegt, da sind wir dazwischen. Rooney geht doch an die Kohle, Mensch. Virgin, gut von Rooney, setzt super nach. Wayne, Rooney kommt durch. Oh, und dann rennt er leider in den Mann rein. Aber Janusai. Gute Flanke, Di Maria. Wo ist der Ball? Di Maria kommt nicht ganz hin, gibt den Einwurf. 5 Minuten noch in Durchgang 1, Freunde. In der Partie, die wir eigentlich im Griff haben. Janusai viel zu nah auf den Keeper. Da ist es kein Problem für Pantimillion, den Ball letztendlich abzufangen. Und was macht er? Er haut ihn nach vorne. 4 Minuten noch. Rojo erstmal dazwischen. Da ist Jones. Pogba von Persie. Oh, wieder Pogba. Der war gefährlich. Und Rooney jetzt hat. Di Maria, Di Maria, Di Maria. Jetzt macht den rein. Di Maria. Und jetzt ist er drin. 43. Minute. 2-0. Ich würde sagen, so eine kleine minimale Vorentscheidung hier im Old Trafford, United führt. Und damit, ja, sind wir in einer richtig guten Verfassung, in einer richtig guten Ausgangsposition. 7. Treffer erst, muss man sagen, erst von Di Maria am 26. Spieltag. Aber trotzdem ein ungemein wichtiger Spieler, der mit seinem Pace, mit seiner Wendigkeit da für ganz, ganz viel Gefahr beim Gegner sorgt. Von dem her, denke ich, hat auch viele Vorlagen oder auch so indirekte Vorlagen, ne? Indem er Platz schafft, indem er die Räume macht und so. Das ist schon enorm wichtig. Gut durchgesteckt. Jetzt gibt es wahrscheinlich und den Elfmeter. Oh Mann! Jones stellt den Körper dazwischen. Die Chance für Sunderland, nochmal ranzukommen. Richtig blöde Aktion da. Waren wir viel zu offen. Und dann macht das Sunderland gut, nutzt das gut aus. Wer ist das? Fletcher steht bereit. 45. Fletcher. De Gea ist dran. Aber kriegt den nicht raus. Schade, gut von De Gea, aber letztendlich Steven Fletcher, der den reinbringt. Macht nochmal den Anschluss, von wegen Vorentscheidung, ne? Durch so eine dumme Aktion holen wir den Gegner wieder zurück ins Spiel. Durch eine Aktion, die nie oder mehr hätte sein müssen. Jetzt nicht der Elfmeter, um Gottes Willen, da muss ich irgendwie hin, aber sonst richtig, richtig blöd dazwischen gegangen. Und dann ist es passiert, Freunde. Aber gut. So, komm, weiter, weiter, weiter. Gehen wir ab rein in die Halbzeit. Und dann war's das. So, Jones. Rooney legt den ab auf Van Persie, war nicht gut und jetzt dürfte er abpfeifen, oder? Gibt es nochmal die Möglichkeit? Nein. Also, 45 Minuten vorbei, 1-2 oder 2-1 der Spielstand für uns. Stoke führt City 0-0 gegen Newcastle, auch Arsenal 0-0 gegen Crystal, glaube ich, oder Leicester oder was das war. Also, es sieht gut aus und ihr seht es auch von den Chancen, wir können eigentlich noch höher führen. Sprich, wir haben heute eine gute Möglichkeit, wieder ein bisschen wegzuziehen, Van Persie, Rooney. Rooney, wenn uns jemand angreift, dann hauen wir den noch rein. 3-1, 46. Minute. Wayne Rooney mit dem absoluten Hammer. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte kloppt er so ein Ding rein. Gute Kameraeinstellung jetzt von hinten, zack. Und dann kam Boom, so mit dem Außenriss. Wahnsinn. Wayne Rooney mit seinem, ich weiß es jetzt nicht, 17., 18. Treffer, irgendwie sowas waren wir doch vorhin stehen geblieben. In der Barclays Premier League. Ganz, 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 ganz stark. Super. So, Fletcher. Ciacerini. Jetzt können wir dann vielleicht auch mal wechseln, dem einen oder anderen noch ein Päuschen gönnen vor dem wichtigen Spiel. Dann im nächsten Part gegen den FC Chelsea. Durchgesteckt. Rodwell. Das war jetzt nicht wieder ein Elfmeter, Freunde. Nein. Oh. Die machen es immer mal wieder gefährlich. Sunderland nicht wirklich in der Partie, aber kommt da ab und zu doch mal vors Tor. Jetzt so 2-3 Mal bisher in der Partie. Unfassbar. Rooney. In die Mitte gelegt. Da ist Di Maria nach vorne gespielt auf Van Persie, der geht einfach durch. Robin Van Persie. Drin das Ding. 4-1, 53. Minute. Jetzt aber die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Und Van Persie mit einem super Solo.
Ab der Mittellinie durch dreimal durch, macht die Bude. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal reingehen und wechseln, oder? Jetzt können wir da mal vielleicht noch dem einen oder anderen eine Chance geben. So zum Beispiel Falcao. Kommt rein für Van Persie. Und ein Di Maria, den werde ich auch ein bisschen schonen. Da nochmal Lingard rein. Also, sehr schön, sieht gut aus. Wunderbar, zwei Wechsel, die wir jetzt erstmal durchführen werden. 4:1 nach 50 Minuten. Schöner Spielstand, 4 Buden. Sprich, alle knapp 10 machen wir ein Türchen. Das ist doch überragend. So, kommen wir nicht hin. Und dann kriegen wir ihn mit Pogba auch nicht ganz. Aber jetzt bitte versuchen, nicht noch eins zu fangen. Am besten vorne noch ein paar reinzumachen. Sprich, das Team in der richtig gute. Wir sind ja jetzt schon in der guten Form. Aber in eine noch bessere Form zu bringen. Vor dem, wie gesagt, zur wichtigen Spiel gegen den FC Chelsea. FA Cup ist ziemlich genauso wichtig. Nicht ganz, aber ähnlich wichtig wie die Liga. Von dem her müssen wir da im nächsten Part den Sieg holen. So, De Gea kommt raus, hat den zuletzt ja gepatzt gegen Chelsea. Diesmal nicht, das war jetzt mein Fehler mit dem Pass. So, oh, ich habe ein bisschen zu wenig arg drauf gedrückt. Und das könnte jetzt aber ganz, ganz gefährlich werden. Weg das Ding. Gott sei Dank. So, erstmal durchschnaufen. 60. Minute da. Machen wir wieder kurz. Komm, ich habe noch Bock auf ein paar Türchen. Ja auch. Schon, oder? Da geht doch noch was. Sunderland viel zu offen da hinten eigentlich. Das müssen wir ausnutzen. Ah, jetzt haben sie aber da allerdings da. Natürlich, gerade wenn ich sag, die Kulle mal gekriegt. Fletcher, Mata und De Gea klärt den, glaube ich, sogar gut. Yep. Gut gespielt, Rooney. Rooney, darf der auch noch ein Solo machen? Rooney, er darf. Rooney, er darf. Rooney, dann kommt er leider nur nicht mehr ganz zum Schuss. Vergini dazwischen. Jetzt Giacchardini. Nach oben gelegt, da ist Johnson. Vorteil abgepfiffen da jetzt, beziehungsweise nicht abgepfiffen, sondern abgelaufen da für Sunderland. Rodwell, 67. durchgesteckt. Fletcher, legt den nochmal ab. Wichtige Grätsche, gut von Mata und Co. Jetzt schieben wir mal, komm. Mata, Lingard, schön. Und jetzt sieht er Falcao und der muss den jetzt eigentlich machen, aber der Ball war nicht perfekt gespielt. Und nochmal Vergini. Grätsche geht ins Leere, da unten ist wieder Platz für Johnson. Freunde, halbe Stunde, nee, 20 Minuten haben wir noch zu gehen. Den Sieg, den haben wir, das ist das Wichtigste. Aber wie gesagt, wir können eigentlich noch ein bisschen was fürs Torverhältnis tun. Aber seitdem ich das gesagt habe, kriegen wir irgendwie nicht mehr so wirklich die Chance da vorne. Rooney. Sieht jetzt Falcao, komm, jetzt mach den. Radamel Falcao, ich wollte gleich schießen, beziehungsweise nicht schießen, sondern mich erst im Zweikampf durchsetzen. Aber wir sind sogar vorher am Ball gekommen, von dem her... Der etwas zu lockere Schuss. 75 Minuten. Können wir nicht noch einmal wechseln? Schon, oder? Nee, können wir nicht mehr. Haben schon dreimal. Okay. Okidoki. Also, langer Ball. Den haben wir. Lingard. Kriegt er den noch an den Mann leider? Nicht. Lingard, super dazwischen, ne? Und die Grätsche war auch gut. Und trotzdem kommen wir nicht an den Ball. Ich werde verrückt. Van Arnold. Gott sei Dank ist alles schon entschieden. Das sind immer so Kleinigkeiten, wo du eigentlich weißt, Mensch, das wird richtig brutal. EA gönnt's dir heute nicht. Oder sowas auch. Oh, wenn ich eigentlich schon drücke und der Ball nicht weggeht. Aber von dem her, wir führen für 1 alles. Alles Knorke. Schlechter Ball auf Pogba. Um Gottes Willen, den darf ich auch nie und immer spielen hier von mir. Also mein Fehler, ganz klar. So, De Gea hat den. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Komm, 10 Minuten noch. Einer geht da schon noch. Sag mal, was ist denn jetzt los? Es geht gar nichts mehr. Keiner kommt entgegen, keiner will mehr. Keiner hat mehr Laune. Hat ja noch ein bisschen was zu tun. O'Shea war ja mal bei United. Lange unter Vertrag. Nach vorne gelegt, da ist Giacchardini. Den haben wir. Jones. Braucht fast den Ticken zu lang. Schön gespielt. Gut nach vorne. Rooney. Falcao. Falcao. Falcao ganz unten auf. Lingard. Abgelegt. Rooney. Geblockt. Pogba. Oh, 85. Wäre zu geil gewesen, wenn Pogba da den nächsten Premier League Treffer markiert hätte können. Aber der geht dann doch ein kleines Stückchen am Kasten vorbei. Und scheinbar gibt's, was gibt's denn jetzt hier? Abschluss, oder? Ja, ganz normal. Nicht, dass der dann noch einen Freischuss oder so für uns gibt. Hätten wir natürlich auch nichts dagegen gehabt, aber so bleibt's beim Abschluss und beim 4:1. Gut, gegen Kopfball da gewonnen von Blind, dann allerdings schlecht rausgespielt. Grätsche geht ins Leere. Giacchardini. Lang ist nicht mehr zu gehen hier, Freunde. Dann haben wir's gepackt. Das ist immer so ein bisschen blöd, vor allem, weil wir selber nichts mehr zusammenkriegen. Nein. Oh, De Gea, diesmal macht das gut. Nach dem Patzer gegen Chelsea heute wieder eine gute Partie. Lingard. Nee, das ist immer blöd, wenn nichts mehr geht, du das Spiel schon gewonnen hast und dann aber noch ewig zu spielen hast. So, Lingard, nimm ihn dir doch besser mit, Mensch, Junge. Lingard. Oh, Falcao, das war super gemacht von Lingard. Ball kommt nicht ganz durch, schade.
So, Mata hat den nochmal. Falcao, wieder Juan Mata. Ah, kommt nicht ganz durch, Falcao. Kriegt den nicht, schade. 90. Schluss, aus vorbei, Freunde. 4:1 heißt es am Ende gegen Sunderland. Schönes Ergebnis, 11 Schüsse, 8 aufs Tor. Jeden zweiten reingemacht, Sunderland. Jeden reingemacht, von dem her geht das ganz klein in Ordnung. Arsenal gewinnt, Stoke City gewinnt 2:0 gegen Leicester und Man City verliert. Das ist doch schon mal geil. So, wir schauen mal rein in die Tabelle. Natürlich nicht vom FA Cup, sondern von der Barclays Premier League. Wie sieht's da aus? Ich glaube, die kommt hier. Yep. Also, halt hier. So, wir mit 54, Arsenal mit 52, die Spurs können auch noch auf 52 kommen, dann Liverpool mit 47, Chelsea mit einem Sieg auch bei 49, aber wir haben so einen, es sieht gut aus, ne, Freunde, wir haben noch 12 Spiele in der Barclays Premier League bis zum Ende, aber es sieht gut aus. So, gehen wir da mal weiter, nächstes Spiel jetzt dann gegen Chelsea, Korea angeboten, nee, das wollen wir nicht, und die Pressekonferenz werde ich unsere Jungs mal loben nach dem Spiel jetzt hat. So, und 3 Tage haben wir noch zum Erholen. Dann geht's weiter gegen den FC Chelsea im Wiederholungsspiel. Scouting-Update, was haben wir da drin? 66 bis 90, den verpflichten wir mal. 61 bis 85, da warten wir erstmal ab. Wir müssen immer wieder in die Fußballschule reinschauen, oder? Die Maria wird 3 Wochen ausfallen, ist das bitter. Wobei, wir machen es anders. Marta bleibt da. Rooney auf, so. Rooney auf 10 und Falcao dann von Beginn an ran. Aber ist das bitter, oder? Angel Di Maria wird erstmal ausfallen. So, Evans ist wieder mit am Start. Er kommt rein für Smalling. Und dann brauchen wir noch... Was soll denn nochmal? Sonst passt alles, ne? Sonst passt jetzt eigentlich alles, Freunde. Aber das ist bitter. Wie gesagt, 3 Wochen wird er erstmal fehlen. Gott sei Dank aber nicht allzu lange. Sprich, er kommt dann wieder zurück. Jugendmannschaft, aber können wir auch mal reinschauen. 78 bis 84 und 66 bis 90. Bin ich mal gespannt, wie es da weiter vorangeht. Und damit würde ich fast sagen, gehen wir noch den einen Tag voran. Und werden jetzt dann gegen Chelsea spielen. Ich weiß gar nicht, ob im FA Cup schon die nächste Runde ausgelost ist, dass wir wissen, gegen wen wir spielen würden. Ich glaube nicht. Weiß zumindest nicht, ob das stimmt, ne? Das wird immer neu gelost. Also wir spielen jetzt nicht, wo sind wir? Rechts unten. Wir spielen jetzt nicht gegen dann den Sieger von Hull gegen Reading. Zumindest im Normalfall, glaube ich nicht. Aber lassen wir uns einfach überraschen. So, 2 neue Nachrichten. Die haben wir noch. Ecuador, haben wir noch eine Anfrage. Haben wir jetzt Ecuador, Nordirland, Ungarn, glaube ich, müsste das sein. Wo steht's da? Ungarn, Bulgarien. Huch. Und noch eine eigentlich. Und Korea. Also, könnt ihr mal gerne wie immer in die Kommentare schreiben, aber ich denke, da ist noch nichts wirklich Interessantes dabei. Und in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin erstmal raus, macht's gut, genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!